Und die geile Wolke des Todes. Apropos Wolke des Todes, sowas habe ich ja eigentlich auch. Ja, setzt du doch deine ein. Oh, tot. Mannschaft jetzt, oh Gott, boah, wie stark. Die macht irgendwie viel Schaden, da Portal steht. Danke. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ein Leckerbissen. Wollen wir schauen, ob wir die rauslecken können? Auslecken können, passt. Leck du sie raus? Warte mal, ich leck sie raus mit meinem schönen Wisp. Komm her. Schau, sie sieht es schon. Oh Gott. Der Boss, der es irgendwie geil gemacht hat, ein Das. bisschen Stimmen und labert. Das hat nämlich Ja. irgendwie sonst kein einziger Boss, glaube ich, in dem Die Spiel, Stimme oder? ist auch ziemlich cool von dem. Oder von der. Ah, die geht aber schön down. Muss auch sagen, ja, irgendwann, boah, okay, bei mir ist alles tot. Oh. Irgendwas stirbt schon. Ja, noch nicht ich. Okay, die überleben echt nicht so viel, wie es scheint. Ich glaube, wenn wir da auf einer schönen engen Stelle sind und die vielleicht Diesen zuerst auf die Zauber Pets kannst du noch gehen. nicht anwenden. Mich wundert, dass sie noch gar nicht diesen Kreis zaubern. Diesen Den heftigen. Nebel da. Oder was? Diesen Diese roten Nebel, Fähigkeit ist noch genau. nicht voll Ja, genau. angewendet. Den finde ich vom Effekt her recht cool. Ja, man geht so instant drauf. Also Ich vielleicht schieß, haben die glaube ich, in da die Wand. Ich sehe gar nicht, wo ich wahrscheinlich, hinschieß. vielleicht haben die da einfach keinen Platz, um den zu spawnen. Wir haben sie ausgetrickst. Wir haben sie einfach gecheatet. Ha! Aber meine Pets gehen schon drauf. Ja, meine ja. Ah, da ist der Nebel. Du brauchst mehr Energie. Boah, meine Energie geht so runter. Aber es sind wirklich neun, gell? Krass. Ich glaub fast, weil wir Kinder schon am laufenden Band und die leben immer noch. Sollen wir jetzt voll rein oder bleiben wir in der Oh nein, Engpassage? scheiße, Eigentlich scheiße, Lüge, scheiße. oder? Diese Tür nicht Oh öffnen. Gott, jetzt ist die Tür Miserabler. zugegangen. Nein, die Tür ist weg. Hilfe! Los! Okay, geh Aber, rein. ja, ich erreiche da niemanden mehr. Komm her, doch, einer kommt, einer erbarmt sich. Geht Bei wieder mir weg. reagieren sie nicht. Ich kann sie einfach töten. Nett. Die stehen sich wahrscheinlich selber im Weg. Oder haben wir die jetzt irgendwie in einer Reihenfolge getötet, dass die jetzt irgendwie uns nicht mehr sehen? Weil die haben alle keine Augen, glaube ich, oder? Das ist ja die Geschichte von denen. Ich glaube, es hat nur Diese einen Auge. Fähigkeit Aber die ist noch Frage nicht ist, ob bei verlassen. 9 dann 3 Augen haben oder auch nur einer. Aber jetzt, wir machen die Ah, das ziemlich schön Auge, das fertig. wechselt irgendwie durch. Jetzt hat's der Ja, genau. da. Wenn einer stirbt. Aber wir haben das schön gemacht. Ich hätte mal Ich gedacht, dass muss ich auch da sagen, ja. mindestens dreimal drauf gehe. Jetzt mal problematischer Brauchst mehr vorgestellt, aber ist Energie. eigentlich echt gut gegangen. Das passt ja gar nicht zu meinem Bossschnitt. Einmal nicht drauf zu gehen. Oh, fast verschrien. Und die geile Brauchst mehr Wolke des Energie. Todes. Apropos Wolke des Todes, sowas habe ich ja eigentlich auch. Ja, setzt du doch deine ein. Oh, tot. Mannschaft jetzt, oh Gott, boah, wie stark. Ah! Die macht irgendwie viel Schaden, da Portal steht. Danke. Vielleicht die mit Augen, dass die mehr Schaden machen. Die sehen uns. Die sehen uns. Sie ist bald tot. Komm. Okay, sie ist gestorben. Meine Minions haben sie erlegt. Und Na sie hat das toll. Auge des Grauen fallen lassen. Ah, Items, Items, Items. Blau! Jawohl, ihr habt's blaue. Items. Aber krass guten Job haben wir heute irgendwie. Relativ viel blaues Zeug. So, was war's? Blaue war. Auge des Himmels habe ich gehabt als Essenz. Helm für 253 Stärke. Immer diese Krieger-Items. Wieder was für Michi. Man, das ist echt enttäuschend. Schon langsam hätte ich schon nochmal gehört. Was ist hier für uns? Irgendwie einen geilen Stab oder irgendwas? Stimmt. Ich laufe immer noch mit meinem Explodierer herum. Stimmt, du hast hier einen guten Stab. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der was einen kompletten Ramsch hat. Ich schaue immer dich jetzt mal an. Gibt nichts 28, Blaues. 29. Sonst ist gut, mir ist das Amulett und der Druidenwickel. Und das habe ich beides nicht gefunden, sondern das habe ich mir einfach gegeben von anderen Charakteren. Vielleicht sind die Items schon so stark, dass ich das Spiel, denke ich, da, dann geben wir nichts mehr. Jetzt können wir uns gleich eh zurück teleportieren lassen. Mit Deas Hein und ich glaube, die macht dann so ein Portal.
Ah, stimmt, da geht's dann weiter, ja. Ist das da oben noch was zum Abgeben? Na. Woll, oder? Ich glaube, ich habe. Aphodel findest du auf den Schlamm. Na, doch nicht. Die da oben hat immer gelbes Rufezeichen, die Frau, aber die gibt nichts her. Typisch Frauen. Immer am Quatschen. Ja, die will mir einfach locken und derweil. Und hast du schon meine neuen Schuhe gesehen? Ja, sind sie dir gleich aufgefallen? Nun, bring mir das Auge, sonst kann ich nichts für dich tun. Bring mir das Auge. Achso, du musst das Auge bringen. Ja, ich hab's dabei. Und sie geht Komplett schon. der tolle Effekt. Ma, jetzt kommen wir mal, genau, jetzt kommen wir mal zu. Wie Ich ist bin der das Erste. Totengebiet? Erster. Erster. Es nennt sich. Mir fällt's gerade nicht ein. Ich hab irgendein Item, glaube ich, gekriegt. Oh ja. Schriftrolle der vernichtenden Leere, habe ich gekriegt. Erster. Wer ist denn? Das Totengebiet bei den Römern und so, wo die Toten hingehen. Elysion, glaube ich, heißt, oder? Genau. Stimmt, da kommen wir auch noch hin. Das ist mir nicht eingefallen. Jetzt sind wir erst da. Sie kamen schnell und mit großen Kräften. Jürgenes Murz war, aber er tut. Schau, was ich uns Quests annehmen. Hui. Dü-dü-düm. Ja, der Sound wird die ganze Zeit nur abgespielt. Vor den Toren kämpfen sie schon. Heldenhaft. Bin ganz kurz schauen, was der Laden da hat, aber das irgendwie eh wieder nur Gacke. Schriftrolle des Boah, Zyklopen. da ganz viele Farben für meine Tunika. Du Frau. Nehme ich jetzt dieses Königsblau oder dieses Lila? Bin mir nicht ganz sicher. Was passt besser zu deinem Teint? Ja. Was passt zu meiner Augenfarbe? Was betont es mehr? Du wirkst einfach in beiden fett. Na, das ist der Erdgolem, nicht ich. So. Was keine dicken Wadel nicht. Oh, da geht's ab. Oh, irgendwas stunt mich, irgendwas killt mich. Oh Gott, Michel, da irgendwas. Die abartigen Pferdeln da. Naja, sind noch so overpowered, weil die so schnell sind. Machen so viel Schaden. Ja, Mit schau. Sobald die kurz in denen stehen bleibt, bin ich schon um des Todes. ihrer Dreckspeere. Den Natzen an meinen Golem, Bruder, schnell weg. Michi, wo bist du? So, ich glaube, wie war das jetzt? Da muss man eigentlich einfach like, gerade durch den Weg durch, gell? Da gibt es oben und unten, gibt es zwar, glaube ich, eine Höhle oder oben zumindest. Und die bringt aber, glaube ich, nichts. Ah, ich würde auch sagen, dass wir da geradeaus durchlaufen. Auf den Rest einfach kacken in dem Gebiet. Das ist ja cool gemacht, dass man jetzt schon so ein paar herumirrende Geister da sieht. Dauert immer viel zu lang. Man nähert sich dem Totenreich. Das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich sagen. Wo sind wir da eigentlich? Ist es nur, soll das nur die Oberwelt darstellen? Die Verbindung kommt ja erst zur Unterwelt dann. Ah ja, die Straße zum Hades, heißt das jetzt da, okay. Bist du noch hinter mir? Ich glaube ja, ich bin hinter deinem komischen Licht. Du brauchst mehr. Du selber gestolperst in den Effekten unter. Das sind viel zu viele Gegner, ist das pervers. Schau, da vorne ist so ein Boss, oder? Ah, nein, das sind also Flammenmagier. Nichts Spannendes. Tot. Nee, geht noch. Oha. Hui. Ich bin beim Überlegen, ob ich zu so einem Entlernmeister hingehe und eventuell ein bisschen anders skillen. Also Ich schon die hab Beschwörung im Beibehalt. acht ungenützte Fähigkeitspunkte. Huch. Was sind Fähigkeitspunkte für die Skills? ja, genau. Genau. Dann upgrade einmal. Gehst du bei Geist jetzt direkt da auf Ding? Auf den Riesen Titanen da, den was man da beschwören kann?
Den Außenseiter, ja, hätte ich gesagt. Das dauert noch ein bisschen, bis ich dort bin. 16, wo werde ich denn sein? 20, 32, noch 12, oh je. Oh je, ja Gott, das geht eh 4 Level-Ups theoretisch, oder? Mhm. Und ich mir kommt vor, es gibt ein oder zwei Quests da, die was Fähigkeitspunkte geben. Ich glaube, das ist ganz cool an dem fünften Akt, dass es mehr Quests gibt, die auch wirklich was bringen. Nicht leider Erfahrung, gell? Ja. Mhm. So Attributspunkte und sowas. Ich glaube, da haben sie sich dann... Da haben sie gedacht, hey, wir können das auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Haben sich dein Feedback zu Herzen genommen. Also es gibt auch mehr als nur Erfahrung. In dem Gebiet müssen wir es nicht so. Was? Ja, nein, das finde ich echt immer ein bisschen schwach. Ich finde, beim Quest sollte immer irgendwas Besonderes dabei sein. Ja, man muss jetzt nicht bei jedem sein, dann wird es auch wieder langweilig. Aber wenn 99% nur Erfahrung bringen, dann ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. In dem Gebiet ist es ganz super für so Bogenschützen. Da kann man super Items finden, weil die alle mit Bogen und mit Speeren herumlaufen und es da ziemlich viel Gegner gibt. Also, gerade okay. Bei dem X3 Patch Mod geht's da ziemlich ab, da fallen immer ziemlich gute Bögen und sowas. Da wieder. Da hinten ist schon einer, der Flachbogen der Flammen. Die Namen sind einfach so doof. Die Flachzange. Wir müssen jetzt da ja so verlorene Seelen, glaube ich, irgendwie geleiten, gell? Oh Gott. Mhm. Ich renne schon einmal ein bisschen im Kreis. Der Heiltrank hat viel zu lange einen Cooldown. Das ist schon wieder die ganzen grünen Items. Oh Gott. Ich höre schon wieder Klong. Da siehst du die ganzen grünen Items. Oh Gott. War aber echt, schau, schon wieder so ein Flachbogen des Frostes. Da hab ich nicht gewusst. Diese Tipps, was man dann erhält. Da kann man gut farmen. Vom Experten. Ich weiß nicht, ob die immer wieder kommen oder nur, wenn man den Quest noch nicht abgeschlossen hat. Aber da habe ich dann meistens eine Gruppe leben gelassen und wieder neu gespawnt. Und Unmassen an Massen gefarmt. Unmengen, so heißt es. Bögen bis zum Umfallen. Ja. Wenn man sie beidhändig tragen könnte, du könntest es tun. Das habe ich cool gefunden bei... Das Einzige, was mir richtig gut gefallen hat an Diablo 3, dass da so, ich glaube, Dämonenjäger, glaube ich, da die Klasse krassen, der zu zwei einhändige Armbrüste tragen kann. Das war irgendwie witzig gemacht. Mhm. Bisher hat es immer nur gegeben bei so Bogenschützen normal entweder zweihändige Armbrust oder einen Bogen. Und da war es zum ersten Mal, dass es so Mini-Armbrüste gegeben hat und dann hat man das zweihändig tragen können. Das war irgendwie geil. Mhm. Sieht dann gleich irgendwie epischer aus. Ja, eben, hat einen coolen Stil irgendwie. Mhm. Zwar vermutlich komplett unrealistisch, weil niemand vermutlich mit zwei Armbrüsten kämpft hat. Wie willst du das denn halten und nachladen? Aber ja, eben. Nachladen stelle ich mir ein bisschen problematisch vor. Aber sonst eben echt cool. Den einen in die Luft schleudern, dabei den anderen nachladen. Man, da gibt es ja teilweise bei gewissen Filmen immer, die was eh schon so übertrieben meistens sein, so geile Nachladeszenen, wenn er was weiß ich, seit Desert Eagle in die Höhe wirft. In Slow Motion alles. Gesäßtasche das Nachlademagazin rausholt. Und während die Pistole dann wieder runterfällt, ladet er nach und schießt und sagt. Alles in Slow Motion mit Wackelcam, ja, damit es extra episch ausschaut. Das finde ich immer so geil, solche Sachen. Das bringt mich ja zum nächsten Thema, die Wackelcam. Was haltest du davon in Filmen? Wenn alles zittert oder was? Ja. Das ist die Wackelcam. Man findet manchmal bei Dingen, bei gewissen Szenen, wenn jetzt ein Erdbeben oder irgendwas ist, dann finde ich, okay, dann hat sie schon ihren Effekt oder ihre Daseinsberechtigung. Aber manchmal wird es schon ein bisschen übertrieben mit der, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, damals so beliebt geworden bei Blair Witch Project. Das waren so die ersten, die das gehabt haben. Dass es so ausschaut, als wie wird ein normaler Typ filmen. Und das finden sie halt jetzt so total geil und dann machen das irgendwie in jedem Film. Ich finde das eben teilweise halt zu übertrieben, wenn es so abartig hin und her wackelt, dass man schon fast gar nichts mehr sieht. Vor allem bei absolut komischen Szenen, wo das absolut nicht nötig wäre. Ja. Ich weiß nicht, welchen Film ich jetzt letztens gesehen habe, wo mir da so extrem aufgefallen ist. Das ist echt die ganze Zeit die Wackelcam.